Ja, ich habe ja da letztens mit einem St. Gallen über Politik diskutiert. Weil ich habe nicht geglaubt, dass es geht. Auf alle Fälle hat er mir dann im Verlauf dieser Diskussion vorgeworfen, mehr abzählen, sei doch parteimäßig sowieso ein Entwicklungsland. Dabei haben wir ja eine SVP und den Carlo. Wer wohl lange? Ja, und Sozi brauchen wir eigentlich gar keine. Gerade wegen der paar Asylanten, die wir haben. Da schnurrt dann gerade niemand drin. Und wir haben einmal in Kabies oben, so ein Sozi. Einmal, weil, ist ihm dann eben in seinem Verladen. Wir haben ihn so gewaltig versalzen. Dann hast du so einen Lehrer gesehen. Typisches Lehrerli halt. Hat er einmal einen Vorstoß gewagt, bei einem Psychikstemperament? Dass es in den Schulhäusern innen weiches Toilettenpapier gibt. Oh, da ist mir noch eine scheiß Politik neben der ist. Ja, wir hätten doch jetzt wirklich noch andere Probleme an der Schule. Nicht wahr? Wir bräuchten doch zum Beispiel im Primarschulhaus aussen schon lange mal einen neuen Zigarettenautomat. Aber scheisse Papaya, gell? Ja, nein, kann ich sagen, da ist der Vogel gesehen, der Lehrer. Weißt du, den richtigen Exot. Ja. Sicher. Das Fass ist dann definitiv überlaufen. Und er hat wollte aussen kantonal auf die Schulreise. Ja, ich meine, ich zahle doch nicht die Schulensteuer für diesen Gespässli. Wenn ich Aktien habe in der Ebenalperbahn. Ich bin ja nicht, oder? Nur man hat den kurzfristigen außerordentlichen Elternabend einberufen. Und nach der Abstimmung über dem Lehrer sein Arbeitszeugnis, also bei der Verabschiedung, haben wir dann noch die Dividenden vom Skilift versoffen. Gut, ich gebe es zu, er hat es nicht ganz einfach gehabt bei uns, da der Sozi, gell, der Link da, also allein auf weiter Flur bei uns, ist nicht ganz einfach gesehen. Ja. Aber ich muss auch sagen, sie sind mir natürlich schon ein bisschen suspekt. Die Linken. Hä? Ich traue ihnen gar nicht. Ja, überhaupt nicht. Du musst es gerade mal anschauen, dann bist du im Bilde. Ein Blick genügt, ist alles klar. Die Linken. Hä? Das sind doch alles da derselben geklismeten Bio-Hosli. Da die blutleeren Sojasöffel, die. Gesundheitsbrosni, weißt du? Plackenkätscheli sind's und Sepsitz. Also richtig militante und verbohrte Gründe, wo all hinten Schiss mit einem lauten Röhren in die Strasse durchspringen und selbstrecht umprotestieren. Die religiösen Fanatiker, die. Vertaseren die Protestanten, lalli, die. Das ist doch wahr. Alles, was tendenziell von rechts kommt, wird prinzipiell ignoriert. Nimmt mich Wunder. Dass die Sozi überhaupt dürfen in die Auto fahren. Ja, genau wegen diesen Leuten haben wir heute noch einen hohen Kreisel im Verkehr. Ja, wo haben wir denn heute noch eine anständige Kreuzung? Hä? Überall Kreisel. Ja, da kommt ja ursprünglich, kommt ja da vom Weltstand hinterher. Da von der Fin dans Terrible. Hä? Ja, heute haben wir es überall. Wir müssen ja überall ihren blöden Kommunistenvortritt durchzwingen. Nein, das sind doch Querköpfe, sind das. Engstirnige Gründe wie der Bar Satan, Entschuldigung. Und kannst du überhaupt nicht sachlich diskutieren mit diesen Leuten? Sie lassen sich ja doch nicht überschnorren. Einmal zum Beispiel, gerade dass ihr wisst, was ich meine. Einmal habe ich mit dem Lehrer über Entwicklungshilfe für Afrika müssen diskutieren. Ja, der Bub hat einen Vortrag halten zu dem Thema und
Wobei dann nie mal in die Schule raus. Sie sind jetzt nicht ins Wunder, wo das ein Bärchen der Most hat. Well. Gut, ich gebe es zu, ich habe vielleicht ein bisschen scharf argumentiert. Well. Aber anders glauben sie so nicht. Die Gründe, well, musst du ja möglichst bildlich schwätzen, möglichst plakativ, sonst können sie gar nicht raus. Jetzt habe ich dem Lehrer gefragt, wieso das jetzt mehr soll ich Geld auf das Afrika abschicken für diese Entwicklungshilfe, wenn die da die Onnen überhaupt gar nicht brauchen. Wir sind doch zufrieden. Well, offensichtlich, man sieht es doch einmal am Fernsehen, da bei diesem Tierle-Film. Daktari und so weiter, well. Ja, die Buschmenschen hocken doch gemütlich auf ihren Palmen oben, kräseln den Magen ab, gehen doch nicht jagen, well, machen ein Picknick, well, er schnitzt doch Knochenflöten, sie klopfen auf dem Tambourin umeinander, nachmittag liegen sie ein bisschen auf der faulen Haut, und am Abend, wenn der Leih Hunger hat, pssst, krabbelt es wieder rein. Da ist der Tagesablauf, der Junge. Die wollen gar nicht mehr. Gell? Die sind zufrieden. Was wollen jetzt mehr die anderen noch zusätzlich entwickeln? Wenn sie ja schon ein Entwicklungsland sind. Sie können ja doch nicht Traktor fahren. Ja, die sollen zuerst lernen, Hähnäpfel stecken. Dann kann man alle mal noch eine alte Fritteuse abschicken. Nein, wir würden uns doch gescheiter um die wirklichen Probleme kümmern in der dritten Welt. Gell, die grossen Probleme, wie zum Beispiel Überbevölkerung. Weil da müssen wir den Hebel ansetzen. Überbevölkerung. Ja, da habe ich eingesehen. Und seitdem bringe ich noch meine alten Andenhosen zu der Caritas. Schon kann anschauen, oder? Hä? Wenn die Buschnägel den ganzen Samen mit dem paaren Vögel umeinander springen, müssen die auf dumme Gedanken kommen. Aber der Lehrer, der Mandli, gell? Der Hoseli, mich noch so frech und zynisch anschauen. Da habe ich gesagt, jetzt hast du mir den letzten Zwick an den Gäseln. Jetzt ist denn genug heute an. Wir müssen uns doch um Probleme kümmern, die uns auch nebens angehen. Die uns ein bisschen am Herz liegen. Und wir mit unseren Steuergeldern zwanghaft wollen die ganze Welt verbessern. Ja, und weißt du denn der Dank? Wenn man sich da in der dritten Welt dann engagiert, was ist der Dank? Ich kann es euch sagen. Wo es mir einmal verschissen gegangen ist, habe nämlich ich von der dritten Welt keinen einzigen Franken gesehen. Im Gegenteil, ich habe schon gerne ein Notfallkonto um Liechtenstein aussen anzeigen. Heißt der Dank? Hell? Wo hätte ich den Lehrer sollen sehen, dass ich nicht noch den Handstand gemacht habe von paar Verrückten, ich habe alles gesehen, Türgen neben Sommer, Proleten, da von Moral, Verantwortung, Menschlichkeit, Züge und Geschichte. Da habe ich gesagt, gut, Mann, hör auf. Auf dem Mist bin ich algerisch. Schwätze ich nicht von Sachen, die ihr keine Ahnung habt davon. Ich sage es euch, wie es ist. Genau da ist nämlich euer Problem. Die Frage der Verantwortung. Ihr würdet unsere Gaufen gescheiden lernen, recht lesen, schreiben und rechnen. Da mit der Moral. Also, eben lösen wir den Landsgemeinde.